Willkommen auf dem Kanal, ich möchte euch heute hier einen alten Ford 8N Aerialin, das andere maul ich leider nicht aus, vorstellen. Ich bin ja schon mal gespannt, wie der so nachher ist. Also wie wir sehen hier im Shop, hier hat er hier 415 km/h, das ist ein bisschen wirklich extrem, auch jetzt für einen Oldtimer Mod. Also 1.404 Euro kostet schon mal eine Anschaffung und 71 Euro Leasing, 25 PS entsprechen hier 18 kW. Ich habe jetzt schon mal gekauft, bin auch jetzt mal gespannt. Latschen wir mal rüber. Mit einem erhobenen Haupt natürlich. Leider, wie wir sehen, sind jetzt schon mal vorne die Räder schon mal eingesunken, gleich wie im Shop, wie ich gesehen habe. Aber lassen wir uns mal überraschen, vielleicht kommen ja die raus. Soundmäßig klingt der cool. Coole Hupe. Aber wie wir sehen, hier die Räder vorne hängen drin. Schade irgendwie. Und die Felder ist sehr cool aus, schon wenn die Räder eingesunken sind. Aber hier auf dem Asphalt, naja. Wie wir sehen, ja, der hängt schon mal an. Anhängergeräusch. So, jetzt können wir auch gleich noch schauen, ob hier das ja noch funktioniert. Leider die Lenkgestelle ist nicht animiert. Nicht drauf mit der Kreislecke. Aber jetzt will ich einmal anhängen. Da hinten auch. Da ist irgendwie halt schade. Hätte mir natürlich ein bisschen mehr erwartet, muss man wirklich sagen. Also 25 km/h macht doch. Schauen wir mal Reifenspuren. Da auch was kommt, oder nicht. So, dann kommen wir mal hier so rüber. Ja, er macht Reifenspuren. Schauen wir gleich hier mal die Achse an, wie die hat das Spiel oder nicht. So, dann fahren wir mal so her. Der Achse hat super Spiel. Jetzt fahren wir 10. Fahren wir mal vor und machen uns ein Lichttest natürlich. Von innen drin hat er ja so ja auch einen coolen Sound, muss man sagen. Jo, klingt schon mal recht cool. So. Dann schauen wir mal die Lokmons an. Wir haben hier schon mal Warnings drin. Wie wir sehen, ja, schade irgendwie. Ach, wir schauen sie nachher noch gleich genauer an. Aber erstmal machen wir hier unseren Lichttest natürlich. Also starten wir mal die Kiste. So. Also. Licht. Nein, geht da gar nichts. Blinker auch nicht. Mit der Lunde-Taste hier geht da auch nichts. Ja, dann hat sich der Lichttest schon mal verdünnisiert, müssen wir mal so sagen. So gut auf Deutsch, also verflüchtigt. Schalten wir nochmal aus. Dann schauen wir uns jetzt mal die Lok natürlich noch genauer natürlich an. Also, oh, wir haben Callstack schon mal drin. Das kann sein, dass da vielleicht deswegen auch das mit dem Licht nicht geht. Ich bin da kein Spezialist darin. Da sehen wir jetzt wieder hier den Fehler drin. Hm. Finde ich leider schade. Sehen wir hier, es wiederholt sich. Leider. Es wiederholt sich das immer wieder, immer derselbe Fehler. Ja.
Ich sag nur, schade um diesen schönen Mod, dass der halt uns angeboten wird, leider nicht fun richtig funktionsfähig, so halt mit einer schlechten Lok halt her und mit den Rädern vorne. Das ist wirklich schade. Wäre echt toll, mal wieder so einen schicken Oldtimer-Mod natürlich zu haben. Aber leider ist es halt so der Fall. Ja, wenn euch trotzdem das Video natürlich gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr wieder reinschaut. Hiermit sage ich Servus, grüß euch, euer Franz.